Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cold War, meine Freunde, und weiter geht's. Wir müssen immer noch in den Serverraum. Letztes Mal sind wir aufgeflogen. Es wird richtig chaotisch gerade. Aber wir starten einen neuen Versuch. Da ist unser Serverraum. Wir müssen da wirklich vorsichtiger sein. Ich hasse das einfach mit dem Schleichen. Ich kann das einfach nicht. Obwohl, da hinten ist auch eine Tür. Vielleicht könnten wir da rein, aber... Anscheinend gibt es da auch sogar mehrere Möglichkeiten, wie man das Ganze lösen kann. Aber wir bleiben bei der Taktik, wo wir aktuell sind. Okay, da ist ein Kollege, wir warten kurz. Vielleicht kann ich da durch. Wow. Oh, da können wir zum PC. Anmelden zum Servercomputer. Ich hoffe, wir brauchen da kein Kennwort. Beziehungsweise unten stehen eh Zahlen. Okay. Ich fange da einfach unten mit irgendwas an. Alles klar. Anscheinend hat es gepasst. Oh, dann nehmen wir das zweite. Ich weiß nicht, ob da alle Lösungen passen oder nicht. Jetzt einmal als erste, ich gehe einfach mit der Reihe durch. Sieht sehr kompliziert aus und gar nicht auffällig, was wir da fabrizieren. Da bekommt keiner mit, dass sie da am PC rumbasteln, oder? Jawohl, Name wurde eingetragen. Oh, das wird jetzt ausgedruckt. Okay, wir müssen das Ganze abholen. Da hinten ist unser Drucker. Ich glaube, ich schalte ihn aus. Boah. Komm, Leiche schnell verstecken. Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Komm. Also wenn das nicht auffällig war, weiß ich nicht mehr. Ducken. Oh, nimm die Beweise einfach. Also, meine Freunde, wenn das nicht auffällig war, weiß ich nicht mehr. Aber ich bin froh und verschwinde da jetzt einfach. Puh, genau deswegen mag ich sowas nicht. Ich mag sowas echt nicht. Da bringe ich sie lieber alle um, bevor ich da rumschleiche. Aber ist nochmal gut gegangen. So, einfach weg da. Oh, falsch abgebogen wieder.
Belikow. Haben Sie schon den Maulwurf? Scharkow? Jawohl. Nein, das stimmt. Bitte sehr. Wie konnte mir das denn nur entgehen? Scharkow wird bald hier vorbeikommen. Genau dann werden wir ihn festsetzen. Jawohl. Ziel erreicht, meine Freunde. Der weiß nicht, was gerade passiert, wahrscheinlich. General Scharkow, wie lange spucken Sie schon auf Mütterchen Russland? Wissen Sie, mit wem Sie hier sprechen? Das tue ich. Ihre Ordnung werden Sie nicht länger schützen. Bitte leeren Sie Ihre Taschen aus. Oberst, sind Sie noch bei Sinnen? Gehen Sie nun darüber. Da haben wir unser Bunkerschlüssel. Wirklich? Tun Sie es einfach. Wenn Sie Charko festnehmen, hole ich mir seinen Bunkerschlüssel. Ich freue mich schon auf die Reaktion des Zentralkomitees. Ich auch. Gehen Sie nun in diesen Raum und okay, ich muss jetzt runter in den Keller und Adlers Team reinlassen. So, ab geht's zum Bunker, meine Freunde. Endlich. Wie kann ich Ihnen helfen, Genosse? So leicht dürfen wir rein. Sehr nice. Adlers Team braucht Uniformen, um sich zu tarnen. Ich sollte zwei Soldaten in den Tunnel locken. Hier, Belikow. Schickt ein Sicherheitsteam zu mir in den Heizraum. Sofort! Ich kann mir die Kollegen ausschalten und die Uniform mitnehmen. Wo bleiben die Jungs? Das Sicherheitsteam braucht ziemlich lange. Was ist, wenn das ein Notfall wäre? War nicht sicher, ob du Wort hältst. Ich hatte ja keine Wahl, oder? Mit dieser Karte kommt ihr mit dem Aufzug in den Bunker. Was ist mit Uniformen? Klingt, als wären sie jetzt da. Hat lang gedauert. Sie durch und lenke sie ab. Ihr zwei macht den Rest. Bell, in Deckung. Kein Blut. Die Uniformen müssen sauber bleiben. Hat echt lang gedauert. Нету никакого оправдания твое, не компетентность на себе. У нас есть очень строгие протоколы, чтобы это предотвратить. Понятно? Sagte zwei und nicht drei. Ich muss los, aber ihr solltet alles Nötige haben. Falls jemand fragt, ihr untersteht Kommandant Sobol. Zieh dich um. Mach ich liebend gern. Schlüsselkarte sind in der Tasche. Na los, hier entlang. Sind wir im Bunker? Gibt's kein Zurück. Das stimmt wohl.
Aber was ich gerade richtig vermisse, wir könnten langsam wieder anfangen rumzuballern. Auf Dauer nur rumschleichen. Bockt nicht ganz für mich. Der Kollege geht auch wie kleine Schildkröte. Der und sein russischer Akzent. Keine Metalldetektoren für uns wegen Außenraum. So, rein da. Досмотр обязателен для всех без исключения. Вы должны пройти досмотр. Товарищ, доставьте вашу сумку сюда для досмотра. В этом нет нам кое-где. Окей. Принимайте это близко к сердцу, товарищ. У меня приказ досматривать всех, без исключения. Товарищ, ты нужен за Кайву. Я разберусь. Спасибо, товарищ. О, zum Glück, hä? Zum Glück. Es war gerade nur knapp. Опоставите, Белик. По-моему, езды нет. Пойдем. So funktioniert das Ganze. Der Arme wird richtig untersucht. Die Taste hätte selber auch drücken können, Kollege. Oh fuck, der quetscht uns geradeaus. Dummer Fehler. Gegen zwei Jungs anzutreten, sehr dumm. Es gab wahrscheinlich andere Lösungen auch, aber. Das war gerade witziger. Jetzt können wir endlich rumballern. Hier geht's zum Tresor. Schön ausgestattet, die MP5. So, ab zum Tresor, meine Freunde. Ja, Jungs. Chillt mal ganz. Ganz ruhig da. Oh, wir haben auch eine Shotgun dabei. Sehr schön. Kurz rauf da, zack. Wow.
Lad mal schneller nach, Kollege. So. Wir müssen unbedingt die Evakuierung sichern. Ein Gaskanister in dem Schacht. Wird gemacht. Zum Tresor. Nimm mal die Shotgun wieder. Okay, die Kollegen machen da hinten ernst. So, gönnt euch die Granate. Nachladen. Zack. Mach die Tür auf, ich gebe dir Deckung. Also wir haben gerade richtiges Chaos verursacht hier. Da kommt einiges auf uns zu. Bleibt nicht viel Zeit, bevor sie durchbrechen. Das ist die Liste, Bell. Kopier sie auf eine Diskette. Auf eine Diskette. Da haben wir sehr viel Platz natürlich. Das dauert mit dem Kopieren. Ja, sollen es ruhig. Wir spielen das Ganze schön taktisch, meine Freunde. Bereit machen, sie kommen. Wow. War ja klar, dass da alles bewacht wird. Oh. Kommen noch ein paar. Ja, aber nur fast. Kollege. 84. Der, okay, der Typ ist auch richtig krass, schießt auf der Distanz mit der Shotgun. Ich hab die Diskette. Gehen wir. Dann ab geht's. Das nächste Mal solltest du, Kollege, nicht mit der Shotgun schießen auf der Distanz. Wir finden schon einen Ausgang, keine Panik. Hauptsache, der Kollege kann die Türen aufmachen, wir nicht. Das gefällt mir nicht. Same. So glaube ich, dass es hier gerade chaotisch werden kann. Wow. Boah, der braucht echt lang zum Nachladen.
Die bleiben halt bei der Shotgun. Ihr seid umstellt. Wir kommen noch Sie haben Belikov. Zeit für Plan B, Bell. Aktiviere das Gas. Lasst die Waffen fallen und ergebt euch. Sonst stirbt er. Das nenne ich mal Vorbereitung. Wird gemacht. Danke, meine Freunde. Wie ist die Lage da oben? Chaotisch, richtig chaotisch. Wir müssen uns rauskämpfen. Brauchen schwere Ausrüstung. Da weiß ich wo, mein Freund. Bei dem Aufzug, in dem Sie mich runtergebracht haben, siehst du... Wir müssen uns bewaffnen, bevor wir sterben. Eine schwere Ausrüstung nehme ich immer gerne mit. Weil es könnte hier richtig chaotisch nochmal zugehen. Jo, Junge. Chill's mal. So. Jawohl. Jetzt geht's anders ab. Lazar, wir treffen uns in 5 Minuten im südwestlichen Hof und wir bringen Belikov mit. Die Rückbank ist ja groß. Sobald wir aus dem Aufzug raus sind, haltet immer auf den Hof zu. Macht die Ladung bereit, Bell. Los geht's, Bell. Ja, die schweren Waffen haben sich schon ausgezahlt. Kommst du nochmal nachladen? Den Spaß lasse ich mir nicht entgehen. Kurz nochmal nachladen. Und das ist unser Fluchtwagen. Sehr schön. Wurde auch Zeit. Ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Die haben in Moskau ein Mordschaos verursacht. War es das wert? Edler hat trotz allem die Liste mit den Namen der Schläferagenten beschafft. Der Typ hat echt Eier, das muss ich ihm lassen. Bell war gut. Sieht so aus. Aber ich finde, das Team wird zu selbstsicher. Sie tun so, als wüssten sie, mit wem sie es zu tun haben. Vielleicht. Einer dieser Schläferagenten hat Verbindungen zur Operation Greenlight. Theodore Hastings, ein Kerntechniker aus der Nähe von Salt Lake City. Und Sie glauben, dass er Hastings aktivieren wird? Genau. Vollständige Überwachung ist bereits veranlasst. Ist nur eine Frage der Zeit, bis er uns zu Perseus führt.
So, ich bin wirklich gespannt, was noch auf uns zukommt. Theodore Hastings jüngste Aktivitäten führten uns hierher. Kuba. Direkt vor unserer Haustür. Eine verlassene Regierungseinrichtung im ländlichen Kuba ist zur Zentrale für Perseus geworden. Dort liegt wohl auch die gestohlene Bombe. Castro hat sicher zugestimmt. 20 Mäuse für jeden, der ihn vor mir erwischt. Wen? Castro oder Perseus? Egal. Wir lassen nicht zu, dass er die Bombe in die Staaten bringt. Es ist Zeit, Perseus auszuschalten. Endgültig. Team, regelt, was noch zu regeln ist. Nach dem Start gibt es kein Zurück. Wird gemacht. Woods, komm da drüben nicht auf dumme Gedanken. Ich gebe dir meine sicher wie Scheiße gerade an. So, wir könnten eigentlich jetzt schon die nächste Mission starten. Jawohl. Gut, meine Freunde, dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.